Oh. Haben wir ja diesen Raum erfolgreich abgeschlossen. Also so schlimm fand ich den jetzt doch nicht. Ja, klar. So nach dem sechsten Mal, ne? Ja. Mit dem Level Up geht's. Mit Level Up auf beiden Seiten geht. Halt, schieß durch die Tür. Lass die Tür zu. Lass die Tür zu. Das ist meine Erfahrungsprobe. Ist blockiert. Vergesst ja immer, dass ich durch diese Gitter einfach ausschießen kann. Was gefühlt finde ich so ein bisschen den Fernkämpfer ja, ich will nicht sagen overpowered, aber ein bisschen besser macht als den Krieger. Ja. Weil kannst du durch die Gitter auch schlagen? Ja, kann ich. Oder? Okay. Aber dann müsste der Gegner auch immer erst angetriggert werden, dass er dann davor steht. Ja. Ist ja gut. Meine Fresse, wenn du die Gegner nicht triffst, ne? Treff sie wenigstens so, das ist so schön. Ich mach zwar immer noch kaum Schaden, aber wenigstens, ne, weiß ich, dass die Pfeile irgendwas treffen. Also, und, ne, wenn es nur du bist, es gibt mir die Sicherheit, dass ich irgendwas richtig mache. Leider ist der Bogen schon wieder fast kaputt, aber noch geht's. Noch geht's. Der hält noch gerade so. Gold. Wollte? Gold. Ich will immer noch den Pfeiltypen unten abschießen. Gold. Sie schießt echt alles an, ne? Nur nicht das Ziel. Nur nicht das, was sie soll. Ja. Dachte, hey, schieß den Bogenschützen ab. Nö. Nö. Einfach nö. Und jetzt aber. Hey, jetzt. Cool Lumpen. Ist jetzt auf den Bogenschützen. Ich lern's auch nicht. So, wir müssen entweder zurück oder du hast einen besseren Bogen, denn mein Bogen ist leider schon wieder hinüber und noch viel mehr hält er jetzt auch nicht mehr aus, glaube ich, wenn du ihn reparierst, dann ist er ständig kaputt. Jupp, kenne ich. Das einzig Gute daran ist, obwohl, wenn er auch Haltbarkeiten 0 hat, gefühlt, ne, von oder noch 0 und 1, ist er dann auch mal ganz kaputt, dann einfach ist er weg, ne? Ich glaube, ja. Hätte ich jetzt so in Erinnerung. Aber gut, gut. Du hast ja einen Bogen 9, habe ich gehört. Ja, Frage ist halt nur, ob der halt überhaupt andersweise gebrauchbar ist. Der Was ist kann ich bestimmt gleich tun? Richtig scheiße. Den Bogen Hallo, mein kauft Freund, und hört mir ein wenig zu. Nein, ich habe ihn repariert. Ich glaube, der ist nicht mehr zu identifizieren. Ach, das ist normaler. Und wo ist er dann hin? Gute Frage. Bin ich nicht auf Reparieren gegangen? Was kann ich für euch tun? Mein Bogen verkauft. Das kannst du nicht tun. Doch, kann ich. Hast du auch gesehen. Der war bestimmt richtig. Ich dachte, ich war auf Was Reparieren. Nein, war ich nicht. Aussteigen. Was kann ich für euch tun? Es hätte dir auch passieren können. Beste Brocken bestimmt im ganzen Spiel. Nein. Das definitiv nicht. Ich habe ihn nicht mal gesehen. 100% mehr Schaden stand da bestimmt. Ich habe ihn auch nicht im Inventar gesehen. Sieh es mal so. Ja, aber ein Heiltrank mehr. Okay. Und was fehlt euch? Oh, braucht ihr Hilfe? Oft einfach meinen Bogen. Was fehlt euch? Oh, braucht ihr Hilfe? Selbst meine Kräfte reichen nicht aus, um Farnem völlig zu heilen.
Mir egal, ja, hat auch keinen Bogen. Körper wieder in Ordnung bringen, aber sein Geist und sein Verstand liegen jenseits meiner Möglichkeiten. Okay. Ist egal, hat keinen Bogen. Aber echt. So, hier. Na? Hast einen Altra. Hallo, mein Freund. Bleibt und hört und schon ist er wieder glücklich. Was kann ich für euch tun? Ich muss noch mit dem Fuzzi reden. Dann. Stimmt, da war was. Deckard Cain steht im Weg. Stay a while and listen. Pippin, der hat meinen Bogen verkauft, die Sau. Was hast du dazu? Wahnsinn. Du fiel auf einmal, guter Mann. Das Deckard erzählt, nicht wahr? Der identifiziert für dich nie wieder irgendwas, du. Jo. Nur mit Aufpreis. Jo. Komm, dafür kaufe ich hier jedes Mal eine Stadtportalrolle. Außer ja. Was da jedes Mal für Geld drauf geht. Aber der wäre auch so viel mehr wert gewesen, hättest du den noch identifiziert. Ganze Gold, was du rausgeschmissen hast, das waren Millionenbrunnen. Mit Gold verziert. Jo. Ich hab den ja kurz auf dem Boden liegen sehen für so eine Millisekunde, nicht wahr? Bevor der weg war. Ja. Willst du keine meiner Tränke? Wieder im Dunkel der Höhle geglitzert hat. Bevor du die verwendest, guck vorher, ob du Level up kriegst. Ah, ich habe doch gerade erst eins gehabt. Ein Gold. Ich wollte es nur noch mal ein paar Mal probieren. Haben wir noch 1000? Ah, eine dürstende Seele, die nach Antworten sucht. Eine dürstende Seele, die nach Antworten sucht. Ja, gute Dame. Wer ist nicht drin? Wir leben auf dem Budget. Nicht genug Mana. Also mein nächstes Level Up ist 10.000 Erfahrungspunkte entfernt. Bei dir nicht ganz so viel. Ja, aber Rest 7, bist du 8 oder? 9. Warum hink ich denn so hinterher? Weil du einfach scheiße bist. Naja, Ninja-Loot. Warum treffe ich dann nie was, wenn ich 2 Level über dir bin? Ja, weil ich immer dich treffe halt. Nicht? Ach so, du triffst eigentlich auch nicht. Ja doch, aber halt dein Rücken und der Bogen fliegt dann durch deinen Brustkörper und piekst das Skelett zu wenig und du kriegst den Last Hit. Ich verstehe. Auf einmal macht das alles Sinn. Schon, ja. Du säufst ja Heiltränke noch und nöcher, nicht wahr? Die ganze Zeit, deswegen passt schon. Was sagt uns das? Lass mich mal vorlaufen. Okay, geh du vor. Aber Jungs, Last Hit hat mir jetzt wirklich nichts gemacht, ne? Soweit wie ich hinterher hinkomme. Ja. Obwohl ich mach ein bisschen Schaden. Ich mach Schaden, wenn ich treffe. Aber ja, ich treffe nicht. Ich treffe, aber mach keinen Schaden. Ich mach ja nur 3 bis 6. Und du machst ja schon 12 mit einem Hit. 4 bis 12. Ja, aber wenn's gut läuft. Da, wo dein Bogen aufhört, fängt meine Axt an. Das ist leider der Fall. Hätte ich mal den anderen Bogen. Ja, Skill einfach ein bisschen mehr. Der hätte ja jetzt richtig viel Schaden gemacht. 100 pro. Ne, sogar diese alten Echsenviecher hier sind. Schafsviecher sind auf meiner Seite. Hat gedauert, bis ich gelootet habe, ne? Gleich verreckt werden, nachdem ich durch die Tür gelaufen bin. Die Zombies aber auch in der Mitte zerteilt. Schön. Da freut er sich. Kann das irgendwas nehmen, ne? Ja, rumstehen. Dekorativ wertvoll sein. Ja. Da hinten gab es ganz viele Gegner. Passiv. Gespeichert ist. Passiv.
Schieß den Fall zuerst. Was getroffen? Eine Schädelkappe, Mann. Schädelkappe, Schädelkappe. Nein, Heiltrank, Mann. Heiltrank. Ein Mannertrank. Nee, der ist unnötig. Den willst du nicht, ja? Ja, eventuell schon, je nachdem, ne? Ich habe immer so das Gefühl, ich treffe die selten und mache zu wenig Schaden. Dich treffe ich, keine Ahnung, im immer. Schlaf. Ich habe ja auch null Ausweichen wahrscheinlich. Mit verbundenen Augen würde ich dich sogar treffen. Okay. Ich habe aus Versehen die Mana-Trank-Taste gedrückt und habe mich vertan. Okay. Weil das bei mir im Hirn auch immer noch nicht angekommen ist. Aber hey, du gehst echt zügig runter. Ein noch und dann bist du auch tot. Zu den kam ich nicht mal mehr. Dieses kleine geistige Biest da macht immens Schaden. Schon wieder? Soll ich nochmal laden? So. Aber jetzt. Pfeil! Ich muss ihn eh trinken, denn. Okay. Meine schöne Kopf. Okay. Was treibst du da eigentlich? Falsche Taste drücken, weil ich wollte die Schädelkappe hier. So. Du auch. Ja. Mal lad noch mal, ich habe mich schon wieder verdrückt. Geil. Jetzt habe ich hier gespeichert. Was? Ah. Ach, wir brauchen schon Mana. Ja, Mana wird überbewertet, wirklich. So, alle Gegner da hinten sind noch mindestens mal jetzt tot. Rückzug, Rückzug. Ja, aber das ist keine Übung. Wo komme ich da nie an Energie und an Lebenspunkte und an Erfahrungspunkte? Doch, doch, hier liegt auch noch Mana-Trank. Du erinnerst dich. Ja, da war auch. Den Heiltrank habe ich, glaube ich, schon. Ne? Ja. Gar kann aber auch nicht wahr, wenn die sterben. Nee, ich finde das richtig witzig, wenn sie sterben. Schaffst du es? Okay. Dauert, aber irgendwann ist er schon down, ja. Ein Gold. Ach, das ist auch noch irgendwo ein... Ja, das ist der, der vorhin schon so reingehauen hat. Kleinvieh drumherum killen. Du sollst das Kleinvieh drumherum killen, nicht mich in anzünden. Sorry. Dezente Unterschiede halt, ne? Dezent. Dezent. Das ist die Heilung immer noch. Das war der Heiltrank. Jetzt habe ich natürlich kein Mana. Läuft, läuft für mich. Ja. Stirb, du scheiß Mistvieh. Irgendwas gegen von seinen Handlangern haben wir noch mal eingekillt. Der Handlanger down. Level du hast ein Level up. Da hast du dein komisches Mana. Vielen Dank. War doch nicht so schwer. Ich hab jetzt, ne? Hatte ich nie Zweifel. Gib dem Kerl mehr Säbel und einen Hammer und einen Helm und. Eins bis acht. 17 Stärke, Rüstungs. Ich weiß jetzt nicht, was Rüstungsklasse 5 heißt, aber. Ich habe auch keine Ahnung. Ich kann es mal anlegen, mal gucken. Schaden. Weniger Schaden eigentlich.
Ja gut, es erhöht meine Rüstungsklasse, das heißt... Dein Leben auch, nein? Ja. Um 10. Beschissener Lohn. Hab ich mir sofort gedacht, dass er das sagt, ne? Aber ich kann meinen anderen Helm tragen. Muhaha. Mit der Lederkappe sahst du doch so fesch aus. Es zierte dein Haupt. Charakterinfo. 2, 3 und 1. So. Siehst du, bist ja nicht mehr weit entfernt. Dezent. Das sind nur 5 noch in Stärke, also ein Level up in Stärke. Beziehungsweise ich nicht, ich habe ja da auch Punkte, ne? Deswegen ja, du brauchst 3 da und 9 im anderen. Und jo. Also 3 Level ups. Easy. Easy. Das geht ja schnell. Haben wir gleich. Bis dahin habe ich 9 Bogen. Die verkaufen. Ja, die du wieder verkaufen wirst, ne? Das... Oh Gold. Mal gut, dass wir ihn haben. Da ist ein Bogen gefallen. Mach mir keine Hoffnung. Es ist ein blauer. Ich kann ihn verkaufen. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ich brauch Gold. Alter! War nur eine Warnung. Gib dir gleich eine Warnung in deinen Rücken mit meiner Axt. Gehst du weg? Wir werden beschossen. Besser als beschissen zu werden. Go Gold. Mach ich ja dann auch mal Schaden. Und wann treffe ich? Gar nicht. Okay. Aber guck, ich dich treffe ich jedes Mal. Ja, es ist. Ohne Schwierigkeit. Der Bogen ist schon wieder faszinierend. Zu viel zu schleppen. Der Ninja Looter ist voll. Mayday, Mayday. Das kann man ändern. Oh boy, ich muss irgendwie gerade die. 2 bis 5. 2 bis 5, das ist keine Übung. Da. Warum? Weil ich keine Einträge mehr hatte. Ach so, okay. Die alle waren. Und ich treffe nicht. Gibt ja manchmal so dezente Hinweise, die einem das Spiel gibt, dass man zu viel Schaden gekriegt hat. Okay. Oh, Gold. Gold. Oh, Gold. Noch mehr Gold. Ich sag's dir, oh, gleich kommt so eine Gegnergruppe von oben runter. Oh! So, Big Shot. Oh, Gold. So, wo liegt jetzt hier deine Wiederbelebungsrolle? Du hattest doch eine. Mach mich nicht schwach. Vielleicht noch am Körper? Scheiße. Was hast du heute noch so vor? Ich muss in die Stadt zurück, damit ich dich wiederbeleben kann. Und der Loot ist dann weg, wenn ich wiederkomme. Ich wollte jetzt, ich da hätte jetzt gedacht, dass du 6-mal erst das Portal benutzt, ne, und nochmal die Schriftrollen und mich erst dann wiederbelebst, nachdem du den Bogen 6 Ja, also wenn ich schon hast. Mal in der Stadt bin, dann kann ich auch einmal verkaufen und so, ne? Was habe ich denn generell eigentlich dabei? Stadtportal für Notfall, das ist immer gut. Irgendwo gab es eine Kappe, die da noch rumlag, aber... Okay, also mein Zeug kann ich dann bedenkenlos verkaufen. Irgendwelche Diablo-Spieler, die dir sagen, dass dieser Dolch das Beste ist, was du je hättest bekommen können. Es ist ein Dolch. Es gibt niemanden, der sagt, Dolch ist toll.
Aber das, ich meinte das Schwert da halt. Ja, möglich. Mit der Rüstung. Ne? Das war jetzt bestimmt das beste Schwert im Spiel. Du hast 100 es verkauft. Ja, zu warum? Weil da nicht ein Schaden mehr drauf stand. Ja. Aber alle anderen Stats waren so dolle. Oh, das wollte ich nicht. Oh, das wollte ich immer noch nicht. Reden wir, nein, reden, nein! So, auf zu Adria, damit wir hier scheiß Wiederbelebungsrolle kriegen. Warum? Mach doch den Rest aber. Ja, okay, ja. Easy. Jetzt weißt du auch, warum ich mehr Erfahrungspunkte habe und höheres Level als du. Ich möchte, dass du dich gut fühlst. Ja, und damit. Oder weil, wie gesagt, dein Nacken einfach übersät im Moment von Pfeilen immer noch ist, nicht wahr? Und so ein, keine Ahnung, so 30 Pfeile, die im Nacken stecken. Daher kommen die Nackenschmerzen, ich verstehe. Ja. Mal ehrlich, so häufig wie du im Weg stehst, du fängst das absichtlich ab, das ist das. Das ist dein Kompott, ich rette die Gegner. Ich rette die Gegner vor deinen miserablen Pfeilen. Du stehst dich absichtlich in den Weg, damit du den Last Hit kriegst und ne, mehr Erfahrungspunkte kriegst. So einfach ist das. Ganz genau. Ähnlich hat es jemand durchschaut. Ah. Lang genug gedauert. Auch ein blindes Huhn. Das hat keine Zukunft. Okay. Komme ich mir klar. Weißt du nicht, was ich daran ändern soll? Denn ich schieße ja, wie gesagt, drücke nur die Schießtaste, aber ich sag's dir, ab jetzt ziehe ich andere Seiten auf. Nämlich die G-Seite. Oh Mann. Da lebe gefälligst. Da. So, Stadtportal, einkaufen. Ich hoffe, du hast mir irgendwas mitgebracht. Nee, ich glaube nicht. Stadtportal habe ich, ja. Hier ist. Oh, ich wollte nicht nur einen abgeben. Hätte ich jetzt auch akzeptieren. So, 3. Wir wollen es aber nicht übertreiben. Ach, immer noch falsch. Ich drücke mal instinktiv R1 anstatt L1. Yeah. Ich weiß auch nicht wieso. Wahrscheinlich, weil einfach so viele moderne Spiele heutzutage R1 immer für alles benutzen. Halt. Sekunde. Oh! Oh. Weißt du, was ich gerade eingesammelt habe? Oh! Warte, erstmal mein Zeugs anziehen, dann. Aber weißt du, was ich gerade eingesammelt habe? Das zweitbeste Item im Spiel. Ja. Ich habe deine Lederkappe, die abgetragene, ist besser als die. Und was habe ich jetzt hier? Das ist der neue Bogen. Den musst du noch identifizieren lassen. 3 von 6 gegen 1 von 4. Ja, aber der ist doch viel besser, obwohl der 2 Stärke hat. Der fordert aber 20 Stärke, habe ich, und 30 Geschicklichkeit. Habe ich auch. Gut. Ich habe. Das Blitzbuch. Nee, das Stadtportalbuch. Ich habe jetzt immer Stadtportale. Yay, auf geht's zum Stadt. Okay, warte. Das ist Zauber, das ist Schriftrolle. Okay. Bist du sicher? Ja, dann kann ich mir den Bogen identifizieren. Sparen wir jetzt endlich ein bisschen Gold. Ja, 200 pro, nein. Ja. Doch. Wir müssen nicht mehr lange darüber nachdenken und kalkulieren, so, können wir uns statt leisten? Das wäre irgendwann gekommen, glaube ich. Also, ne, so wie wir uns im Moment anstellen. Ja, wobei, irgendwann kriegst du wirklich genug Gold eigentlich ins Spiel. Na gut. Das heißt, die Schriftrollen kann ich jetzt auch verkaufen, ne? Oder wollen wir die noch? Nein, ne? Hallo, mein Freund. Bleibt und hört mir ein wenig zu. Bitte sei gut. Lass es gut sein. Willst du vorher speichern? Das bringt ja nichts. Und sehr stabil. Der hat 80 Haltbarkeit. Ja, da musst du den wenigstens nicht die ganze Zeit reparieren. Ja. Muss ich den nur einmal kurz reparieren. Was kann ich für euch tun? Etwas verkaufen. Den Bogen. Ach, nee. Jo. Ja, verkaufe ich den dann jetzt ja, ne? Trotzdem besser zu reparieren und dann verkaufen? Das bringt. Ich weiß nicht, ich glaube ja. Ich glaube, irgendwie sowas war da. Verkauft.
Weil sonst hätte es nur so eine krumme Summe gehabt, weil es nicht repariert ist oder so. Ja, 150, hab 96 abgegeben. Also irgendwo wird was dran sein. Was fehlt euch? Braucht ihr Hilfe? Ich brauch Heiltränk. Da fehlt der Zauber noch, ne? Das, dann wär's halt... Ja. Gib mir ein Zauber, der dann auch nichts kostet. Ich habe auch nur zwei, also ich sollte das, glaube ich, doch... Was fehlt? Nein! Etwas kaufen. Aber du hattest ja auch mal, ne? Heilzauber. Der ist ja dann... Ja, ich habe nur den anderen Zauber. Den Heil, dass ich dich... Ne, Heilung anderer. Ich kann dich immer einmal heilen und ich habe den Feuerblitz. Okay. Alles andere ist abhandengekommen. Ja, und ich habe den Fähigkeit entschärfen. Das, wenn man mal, aber wenn du eh auf jedes Fass gleich drauf knüppelst, ist es eh uninteressant. Lieber mittendrin statt nur dabei. Jo. Wo wir wieder bei der Werbung wären. Adria, ich will die Rolle zurückgeben, ich brauch sie nicht mehr. Ich schweiß ja Kopf, den Scheiß brauch ich 50. Ja, und schon muss sie sich wieder von ihrer Trauminsel trennen, nicht wahr? Ja. Weil du jetzt keine Schriftrollen mehr einkaufst für überteuerten Preis. Und schon ist nur noch das Traumhaus am Strand möglich. Ja, dank der Mana-Tränke. Inventar ist voll. Ich wollte gerade sagen, gibst du einen ab oder muss ich mir die selbst kaufen? Die holst du dir schön selber von deinem Papenunzen. Ich gebe das wenigstens für dich aus, ja? Ja, ich gebe das auch für dich aus, damit ich dich wiederbeleben kann. Lohnt sich das eigentlich? Denn hat nicht das Stadtportal dich jetzt auch dein ganzes Mana gekostet? Nein. Also. Hattest du nicht volles Mana? Das gedrückt hast? Oh je. Bedeutet? Ich sollte nicht so viel Mana verschwenden. Ja doch, du sparst ja immer noch, denn ich glaube nicht, wahr? Für 50 sind zweimal, dreimal trinken, das sind 150, bedeutet, du hast immer noch 50 Gold gespart. Aber es ist weniger Ersparnis. Vielleicht. Peter zwägert jetzt gar nicht gerne. So. Mana-Tränke, können wir das nicht vielleicht streichen? Nein, ja, vielleicht. Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle eine Aufnahmepause. Nein. Doch. Jetzt, wo ich mehr Schaden mache. Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder. Und gucken mal, ob sich das jetzt auch wirklich gelohnt hat. Ich weiß ja nicht. Also, bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.